14. März 1915. Chile. Über 300 deutsche Seeleute schwimmen um ihr Leben. Ihr Schiff, SMS Kleiner Kreuzer Dresden, versinkt im stillen Ozean. Angeschossen von britischen Kanonen. Am Ende selbst versenkt, um nicht dem Feind in die Hände zu fallen. Im fernen Europa tobt der Erste Weltkrieg mit Millionen von Toten. Die Schiffbrüchigen der Dresden haben großes Glück. Aus Soldaten des Kaisers werden Kleingärtner und Siedler. Und manche werden für immer in Chile bleiben. 14.000 Kilometer weg von daheim. Eine in Deutschland fast vergessene Geschichte. Doch mit der Bergung der Glocke aus 70 Metern Tiefe in chilenischen Gewässern wird sie im Jahre 2006 wieder aktuell. Das Wrack der Dresden liegt vor der chilenischen Robinson-Crusoe-Insel. Marinetaucher aus Deutschland und Chile bergen das Herzstück der Dresden, bevor es andere tun können. 2007 kehrt die Glocke nach Deutschland zurück. Nicht die Stadt Dresden wird ihre erste Station, sondern das Archäologische Landesmuseum in Schleswig. Hier gibt es erfahrene Restauratoren für Wasserfunde. Dieses Wrack ist seit den 20er Jahren geplündert worden. Vieles ist verschwunden. Und dass ausgerechnet die Glocke da bleibt, das ist sozusagen das Herz des Schiffs bleibt da. So viel verschwindet, aber die Glocke ist noch da. Ja. Für eine Glocke diesen Typs werden hohe sechsstellige Summen bezahlt. Ja, es gibt sehr potente Sammler, die legen das blank hin. Und es ist ihnen völlig egal, dass es dann niemand sehen darf. Sie haben es. Seiner Majestät Schiff Dresden steht drauf. Und das Wappen im Deutschen Reich. Die Glocke hat ja für das Schiff Symbolwert. Sie sagt die Stunden an. Sie gibt einen Rhythmus vor. Und sie erinnert daran, dass das Schiff seiner Majestät dem Kaiser gehört. Man beschließt, die Glocke zur Hälfte in ihrem Muschelkleid zu belassen, um 91 Jahre unter Wasser zu dokumentieren. Auch auf die Gefahr hin, dass Salzreste unter den Muscheln verbleiben und langsam weiter an ihr nagen. Nur Wappen und Adler sollen poliert werden. Klingt gut. Die abenteuerliche Odyssee der Glocken beginnt 1914 im Pazifischen Ozean. Am 1. November zerstört die deutsche Marine unter Admiral von Spee zwei britische Panzerkreuzer und fügt den Briten die erste Seekriegsniederlage seit 100 Jahren zu. 1.400 Tote. Prompt schwört London Rache. Winston Churchill, damals erster Lord der britischen Marine, schickt seine modernsten Panzerkreuzer nach Südamerika. In der Schlacht vor den Falklandinseln versenken sie die gesamte deutsche Überseeflotte. Bis auf die SMS Dresden. Ihr glückt nur deshalb die Flucht, weil sie pikanterweise mit einer schnellen englischen Turbine ausgestattet ist und schützender Nebel aufzieht. Es beginnt eine monatelange Flucht. Der kleine Kreuzer kann sich in den unübersichtlichen Fjorden von Feuerland unsichtbar machen. Dies gelingt mit der Navigationskunst des ersten Offiziers Ernst Wieblitz und der Ortskenntnis eines Robbenjägers aus Punta Arenas, dem Deutsch-Chilenen Albert Pagels. Einmal schlicht er sogar mit einem ganzen Versorgungsschiff an den britischen Verfolgern vorbei, hin zu einem geheimen Ankerplatz der SMS Dresden. Besonders gut erinnert sich seine heute noch lebende Tochter an dieses Husarenstück. Weil der Papa immer die Dresden versorgt hat und dabei hat er erzählt, dass ihm eine Tochter geboren wurde. Und da haben die ganzen Dresden-Leute, die haben gesagt, sie muss den Namen Dresden bekommen. Und damit waren alle Offiziere einverstanden. Und die haben sich alle als meine Paten betrachtet. Nur, ich werde jedes Mal, wenn ich meinen Namen nenne, wird gestutzt und wird gefragt, wieso Dresden? Ja, sage ich, Dresden, der hat seine besondere Geschichte. Was?
besondere Geschichte müssen Sie gleich erzählen, dass ich jetzt noch mal damit womöglich noch so populär wäre auf einmal. Nein, das ist, aber nee, an sowas habe ich nie gedacht. Dresden, wahrscheinlich die einzige Frau auf der Welt mit diesem Vornamen, ist heute 93. Zurück ins Jahr 1915. Das monatelange Versteckspiel vor den Briten endet, als die Kohlebunker der Dresden fast leer waren. Die Dresden verabredet sich mit dem Kohlenschiff Gotha nahe der legendären Insel Robinson Crusoe. Doch die Engländer hören den Funkverkehr mit und nehmen die Jagd auf. Ohne Vorwarnung beginnt das letzte Seegefecht. Die Dresden hat nicht die kleinste Chance gegen drei übermächtige britische Kreuzer. Es hilft nichts, dass sie sich in chilenischen Gewässern befindet und die weiße Flagge hisst. In der aussichtslosen Lage befiehlt Kapitän Lüdecke die Selbstversenkung, schickt die über 300 Matrosen ans rettende Ufer. In Deutschland Trauer und Wut. Jedes Kind hatte inzwischen von der frechen Flucht des kleinen Kreuzers gehört. Das neutrale Chile verschifft die deutschen Matrosen zur Internierung auf die unbewohnte Insel Quiriquina. Jeden Tag steht Jorge Koch am Pazifik und schaut hinüber zur Insel Quiriquina, die nur einen Kilometer von seinem Heimatort entfernt, aber heute militärisches Sperrgebiet ist. Jorges Traum ist es, einmal zu sehen, wo sein Vater, der deutsche Matrose Christian Koch, interniert war. Der Vater, der wohnte da ein paar Jahre. Er kam mit mir manchmal hier am Strand. Da sagte er, da waren die diese Dinge, da war ja der Offizier, sowas, ein Fußballplatz, sowas. Von hier kann man doch richtig sehen. Eine so nahe Insel und doch unerreichbar für ihn. Zur Insel. Ja, das war schön. Sehr schön. Hier wohnt der 72-Jährige. Ein einfaches chilenisches Zuhause. Die deutschen Erinnerungsstücke sind noch vom Vater. Immer wieder erzählt Jorge die unglaubliche Geschichte von den Inseldeutschen. Seine Enkel sind gute Zuhörer, verstehen sogar noch ein wenig Deutsch. Siehst du, guck mal, da sind die Kanonen, da kommt Rauch von Schornstein, da sind Rauch. Mit goldenen Lettern wird dein Name stehen in der Geschichte und nicht untergehen, solange es gibt ein deutsches Kaisertum. In Santiago de Chile, der Deutsch-Chilenische Bund. Hier ist der Anlaufpunkt der Deutschen in Chile. Im Archivkeller sind die zahlreichen Spuren der deutschen Einwanderer gesammelt. Darunter viele Bücher, die sich mit der Geschichte der Dresden beschäftigen. Michael Stümpfig ist hier der Archivar. Es gibt immer noch sehr viele Chilenen, die sich auskennen mit der Dresden und sehr viel darüber wissen. Es war ja schon sehr ungewöhnlich, die Art und Weise, wie eigentlich die Dresden versenkt wurde. Und das ist da eigentlich das Besondere daran und wie nachher die Mannschaft auf der Insel Quiriquina gelebt hat und wie die Leute dann teilweise hier auch in Chile geblieben sind. Zurück bei Jorge, dem Sohn des Oberheizers Christian Koch. Es war nicht einfach, aber er hat tatsächlich die Genehmigung zum Besuch der Militärinsel Quiriquina bekommen. Es sind nur 30 Schiffsminuten vom Festland. Einige der damals hier Internierten hielten es auf der Insel nicht aus und flohen in 8 Stunden schwimmend bis zum Festland. Heute befindet sich hier eine Ausbildungsbasis der chilenischen Marine. Sogar der Inselkommandant nimmt sich Zeit, den Matrosensohn Jorge zu den verbliebenen Spuren der Dresden-Besatzung zu führen. Diese Halle war die erste Bleibe der deutschen Ankömmlinge im Jahre 1915. Schön, schön, schön. Die Deutschen nutzten sie als Mehrzweckhalle, als Wäscheplatz, genauso wie für Theateraufführungen und des Kaisers Geburtstagsfeier. Sie haben alles hier gehabt. Maschinen haben sie gekauft, sie haben eine Konzeption zum Arbeiten, Tornos, wie heißt das? Sägen, alles elektrisch, die haben den Strom, alles. Das war nur möglich mit der Unterstützung durch die deutschen Kolonisten auf dem Festland. Selbst die Stadt Dresden schickte der Besatzung ihres Patenschiffes 5000 Reichsmark. Die Internierten hatten neben dem Generator eine Tischlerei
und sogar ein eigenes Fotoatelier nebst einer Inselzeitung, die sie selbst herausgeben durften. Daher auch die vielen Fotos der deutschen Internierten. Michael Stümpfig, der Archivar des Deutsch-Chilenischen Bundes, bewahrt in Santiago noch ganz andere Schätze aus dieser Zeit auf. Es sind Dinge, die die Mannschaft der Dresden auf der Insel Quiriquina gemacht haben. Und Sie sehen, dieses Kästlein, das wurde geschnitzt. Es kann von einem Tischler gewesen sein oder von einem Mechaniker, der in seiner Freizeit gerne geschnitzt hat. Jorge auf Strandgang, so wie sein Vater vor 90 Jahren wohl auch. Was heute nicht mehr zu sehen ist, das findet sich in den Archiven. Jeder Seemann bekommt ein Stück Land zugewiesen. Der eine züchtet Gänse, ein anderer Rassehunde und der nächste, so unglaublich es klingt, Fischotter. Die 300 Deutschen machen die karge Insel in wenigen Monaten wieder urbar. Mit viel Glück stoßen sie auf Süßwasser, mitten auf einer Meeresinsel, und bauen ein Wasserwerk drumherum. Das Wasserwerk funktioniert noch heute leidlich, obwohl deutlich der Zahn der Zeit daran genagt hat. Fußball war schon immer der Lieblingssport auf der Insel. Gerade spielen Soldaten vom Festland gegen die Insulaner. Jorge selbst ist lieber Zuschauer als Mitspieler. Sein Vater aber galt damals als bester Fußballspieler der Insel. War Spieler und war der kleinste von den ganzen Spielern. Der kleinste war. Aber fix, konnte schnell laufen und alles. Die Quiriquina Zeitung suchte damals für den Fußballclub Torlatte nach tüchtigen neuen Ligaspielern. Bevorzugt langbeinige Spieler. Sogar Damenbesuch war den Internierten am Wochenende gestattet. In der Inselzeitung tauchen Annoncen auf, in der Matrosen ihre Sehnsüchte ausdrücken, etwa um Spanisch bei den Damen zu lernen. Zuschriften unter Esperanza, Hoffnung. Bei den heutigen Matrosen der chilenischen Armada steht der militärische Drill natürlich an erster Stelle. Frühsport im 7 Grad kalten Wasser. Aber auch bei den damaligen Deutschen ist die militärische Ordnung nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt einen strikten Dienstablaufplan. Offiziere haben weiterhin das Kommando. Auf die Anzugsordnung wird besonders geachtet. Verschlissene Uniformen entsetzt der Unterricht in Fremdsprachen ist Pflicht, genauso wie die Gartenpflege. Die Überschüsse der Schuhmacherwerkstatt werden ans Festland verkauft, sind bald als Quiriquina-Schuhe in der Region geschätzt. Zu den letzten Zeugnissen der sagenhaften Deutschen zählt dieser Küstenwald. Die Pinien wurden damals als Windbrecher angepflanzt. Jorges Vater war dabei. Was die Deutschen damals noch nicht ahnen können, die Quiriquina zog schon 100 Jahre zuvor Charles Darwin in ihren Bann. So wie er waren auch die Internierten von den Fossilienstränden der Insel fasziniert. In ihrer Freizeit durchstreifen sie das gesamte Eiland. Selbst in Höhlen und unter der Erde betätigen sie sich als Hobbyarchäologen. Typisch deutsch, alles Gesammelte, darunter Zeugnisse indianischer Ureinwohner, werden akribisch geordnet und zu einer Ausstellung gefügt. Am Abend Zapfenstreich. Jetzt müssen die Zivilisten die Insel wieder verlassen. Bei der Fahrt entlang der Pazifikküste taucht unvermittelt ein bisschen sächsische Heimat auf. Das Café Dresden in Puerto Montt spielt auf deutsche Vergangenheit an. Warum setzt man hier diesem Schiff ein solches Denkmal? Der Chef ist schließlich Chilene. Dass es Dresden heißt, liegt daran, dass wir traditionell sehr mit Deutschland verbunden sind. Schon die Kinder hier kennen den kleinen Kreuzer Dresden. Nicht nur Dresden hat einen Namen in Puerto Montt. Sogar der Freistaat Sachsen ist hier nicht unbekannt. Sachsen mit X geschrieben. Und das hat einen ganz schlichten Grund. Ich weiß nicht. Sachsen. Und das wollte ich mir ersparen, dann jedes Mal stundenlang zu erklären, Jungs, so geht das nicht, das ist Sachsen. Dachte ich, ja, das X ist die Lösung. Ne? Für Ralf Müller aus Markleberg ist Pragmatismus erste Auswanderertugend. Seit 7 Jahren führt der gelernte Elektriker ein Lokal, das an die Heimat erinnert, die er aus Fernweh verließ. Mit 2 Koffern
und hatte mein Fahrrad mit dabei. Und so bin ich hier eigentlich angekommen. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Ne? Von irgendwas musste leben. Und dadurch, dass meine Frau ja Küchenchefin ist, lag eigentlich so die Entscheidung nahe, dass wir hier im Gastronomiebereich was anfangen. Gina, seine Ehefrau, ist Chilenin. Auf einer seiner zahlreichen Südamerika-Reisen in den 90er Jahren hatten sie sich kennengelernt. Vor 5 Jahren ist Sohn Ralf Peter, genannt Ralfito, dazugekommen. Aus ihm wird kein Sachse mehr, wenn sein Vater auch manchmal Deutsch mit ihm spricht. Auf dem Fischmarkt mit frischer Ware aus dem Pazifik wird klar, Ralf Müller ist integriert. Der 38-Jährige spricht perfekt Spanisch und hat inzwischen viele chilenische Bekannte. Er hat es leicht, in Chiles Süden Fuß zu fassen. Viele Einheimische kennen die Dresden-Geschichte und Deutsche sind hier immer willkommene Einwanderer. Die Mentalität der Chilen. Ja gut, die Mentalität ist halt, es läuft alles ein bisschen langsamer, ne? Und du verabredest dich mit jemand und es ist halt Glückssache, wenn er irgendwie pünktlich erscheint. Ne? Und das ist am Anfang doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Dass Ralf Müller Gastronom wurde, war nie geplant. Eigentlich hatte er mit einem argentinischen Geschäftspartner einen Hotelbau in einem nahen Naturparadies begonnen. Doch der Traum platzte, als ihn der Partner im Stich ließ. Nun macht er also hier den Wirt, um finanziell über die Runden zu kommen. Seine Mitarbeiter lieben den etwas untypischen Chef, vielleicht gerade weil er Deutscher ist. Denn Deutsche haben hier einen großen Vertrauensbonus. Unser Chef ist nicht so streng, er ist tolerant, ein guter Chef. Die chilenischen Chefs sind ganz anders. Trotz deutscher Spuren in Puerto Montt vermisst Ralf Müller manchmal Freunde und Verwandte. Einmal in der Woche spricht er per Internet mit seinen Eltern in Markkleeberg. Also irgendwie die Technik will nicht so richtig heute. Mal höre ich was, mal höre ich nichts. Die Eltern haben ihren Enkel Ralfito noch nie richtig sehen können. Sie sparen noch auf den Flug. Hier ist Ralfito. Hallo, sag mal guten Tag. Sag mal hallo, zu Oma und Opa. Hallo, Oma. Nur wenn manchmal die Tageseinnahmen wegbleiben und die Mieten mal wieder steigen, dann sehnt er sich zurück nach Deutschland. Es kommen also wirklich so Momente, wo man mal so Tiefs hat und dann geht einem sowas schon durch den Kopf. Aber was wartet auf dich in Deutschland? Was machst du? Ne? Fängst du auch wieder von Null an und ob das nun so die Lösung wäre? Nur 50 Kilometer nördlich von Ralf Müller, in der sogenannten Seenregion von Chile, leben Nachfahren der SMS Dresden. An den Fuß des Osorno-Vulkans hatte es 1919 mehrere Ex-Matrosen verschlagen. Deren Familien wiederum lassen keine Gelegenheit aus, die Dresden-Geschichte wachzuhalten. In Puerto Varas heißt sogar eine Pension nach dem legendären Schiff. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Die Großmutter der Pensionsinhaberin, ihre Schwester und ihre Tochter halten die deutschen Erinnerungen sogar bei ihrer Küchenarbeit wach. Heute wird ein Stachelbeerkuchen mit Mürbeteig bereitet, freilich nach altem deutschen Rezept. Sophia Bögel ist die 80-jährige Tochter des ehemaligen Schiffsschmiedes August Bögel. Sie sorgt sich besonders um das Familienerbe. Aus Liebe, dass der Opa nicht vergessen bleibt. Deswegen alles, was wir Dresden nennen können, das wird so genannt. Noch heute leben die drei Frauen in dem von August Bögel errichteten Haus deutscher Bauart. Bevor die Bögels am Llanquihue-See sesshaft wurden, hat ihr Vater August auf der Internierungsinsel Quiriquina für die hiesige Kirche ein kupfernes Taufbecken geschmiedet. Diesen Deckel machte mein Vater auf der Insel Quiriquina. Ja? Und nachdem kam der Deckel im Jahre 1918 hier in die Kirche. Drin ist das geweihte Wasser für die Taufe. Wir sind alle hier getauft worden.
und auch meine Kinder und einige von meinen Enkelkindern. Das ist für uns eine Ehe. Wir bringen auch unsere Verwandten und Bekannten hierher, damit wir ihnen erklären, dass mein Vater das schon damals für uns gemacht hat. Als ihr Vater August Bögel am Kriegsende erfuhr, dass beide Eltern in Ostpreußen umgekommen waren, entsann er sich der deutschen Kirchgemeinde in Puerto Varas, für die er das Taufbecken gefertigt hatte. Und dann ist er nach Puerto Varas gekommen, im Haus von unserer Großmutter. Und da hat er meine Mutter gekannt und nachdem im Jahre 21 geheiratet. 5 Kinder gingen aus der Ehe hervor. Ein Sohn trat in Augusts Fußstapfen, übernahm die in der ganzen Gegend berühmte Werkstatt des Vaters. Es ist Manfredo, der mit 72 Jahren noch immer nichts ans Aufhören denken mag. Fing so an, mit einer Schmiede und mit einem Freund von Schamor, war auch auf dem Dresden, der Jorge Schuwe, und dann von nichts, mit einem Peso, einen Cent, sind sie angefangen zu arbeiten. Und bueno, langsam haben sie immer größer. Don Augusto, der Mann mit den goldenen Händen und den pfiffigen Ideen, wurde sogar zum Pionier des Schiffsbaus am Lanquigüe-See, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Ein deutscher Schmied mit Ingenieursgeist. Die hiesigen Chilenen waren begeistert. Von Augusts 4 Schiffen fahren heute noch 2. Die Santa Rosa liegt inzwischen als Wrack am Seeufer. Sein Sohn Manfredo würde das Wrack gern wieder zum Schwimmen bringen, aber ihm fehlt der wirtschaftliche Wagemut in diesen Zeiten. Bei der örtlichen Feuerwehr gibt es für Manfredo immer etwas zu reparieren. Schon sein Vater hatte ein Herz für die Bomberos, wie in Chile die Feuerwehrleute heißen. Er gründete in jungen Jahren die erste Feuerwehr der Stadt, so wie er es aus der Heimat kannte. Bis heute gibt es enge Beziehungen zwischen deutschen und chilenischen Feuerwehren. Der Senior hat noch immer einen Ehrenplatz. Das ist ungefähr, ja, der Bra hatte 85 Jahre hier, in diesem Bild. Im nächsten Jahr ist er gestorben. Nicht nur als Konstrukteur, auch als Feuerwehrhauptmann kam August zu Ehren. Die Bögels waren und sind sehr naturverbunden. Die Wochenendwanderungen im nahen Nationalpark Petroe endeten aber stets an diesem reißenden Fluss. Doch August Bögel schuf sich auch hier eine Art Denkmal und schlug die erste Brücke über den Fluss. Sie überstand bislang alle Erdbeben. Er hat hier alles die Struktur, also Eisenstruktur gemacht. Und dann hat er hier eine Neuigkeit, hier ein Eisen gemacht, damit sie den großen Erdbeben, was wir im Jahr 60 gehabt haben, und ist absolut nichts passiert. Was wie ein Riss in der Brücke aussieht, ist in Wahrheit eine deutsche Ingenieurleistung. Ein Scharnier, das die Brücke bei Erdbeben schwingen lässt, aber zusammenhält. Mein Sohn war hier, habe ich erklärt und konnte nicht glauben. So, also sehr großen Gefühlung, Fantastium, ein sehr Stolzium. Stolzium Fantastico. Manfredos Deutsch hat sich mit dem Spanisch gemischt. Er nennt das Kauderwelsch scherzhaft Chilotisch. Ich bin Sohn von meinem Vater, Deutsch. Mein Papa hat immer gesagt, ja, hier ist ein deutsches Haus, ich bin Deutsch gesprochen. Mein Papa ist gestorben, jetzt wird nicht mehr gesprochen. Und mit meinen Kindern, die weiß, sie hört, sie versteht, aber die will nicht in Deutsch sprechen. Kein Interesse mehr, kein Interesse. Leider ist es so. Ein paar Jahre weiter, Schluss mit dem Deutschen. Ist so. Bei Sophia kommt wie jeden Sonntag ein deutscher Kuchen auf den Tisch. Vicente, einer ihrer Söhne, ist zu Besuch. Vicente folgt dem Großvater. Stolz trägt er die Paradeuniform der Marine. Es ist sicher, dass die Leidenschaft zur Seefahrt, die mich und meinen Bruder zu Seeleuten gemacht hat, in der Familie liegt und wohl vom Großvater ausging.
está influenciado por las características de nuestro abuelo. Längst spricht nicht mehr jeder Bögeldeutsch, aber einen Hang zur deutschen Kultur haben sie alle. Dass neuerdings in Puerto Varas ein bayerisches Oktoberfest stattfindet, verdankt der Ort einem jungen Bögel. Es ist Andreas, der Sohn von Manfredo. Die Schmiede des Vaters wollte er nicht übernehmen, lieber organisiert er deutsches Brauchtum oder was man hier dafür hält. Ich habe deutsches Temperament im Blut, darauf bin ich stolz. Und ich will, dass diese deutsche Kultur weiter Verbreitung findet, gerade hier, wo viele Leute deutsche Wurzeln haben. Nicht nur bei Festen, auch im Alltag, überall deutsche Namen in der Stadt. Hier im sogenannten kleinen Süden Chiles siedelten die meisten deutschen Auswanderer an. Man spricht derzeit von 200.000 Deutschstämmigen. Gern schwingt auch die 80-jährige Sophia noch einmal ihr Tanzbein für eine deutsche Polka. Zum Abschied am nächsten Morgen kramt Sophia die gute alte Matrosenmütze des Vaters heraus. Valparaíso. Die alte Seefahrerstadt. Im chilenischen Marinemuseum soll es weitere Fundstücke aus dem Schiffsleben des kleinen Kreuzers Dresden geben. Neben Torpedos der chilenischen Marine steht ein deutsches Relikt. Es ist eine Klampe der SMS Dresden. Damit wurde einst das Schiff im Hafen vertäut. Die Klampe vom Meeresgrund weist noch deutliche Granatspuren vom letzten Seegefecht mit den Briten auf. Para nosotros es muy importante. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Objekte vom Kreuzer Dresden haben, weil wir ein maritimes Museum sind und dieses Schiff so wichtig war in unserer maritimen Geschichte. Hingen doch so viele Episoden an unserer Küste mit dem Schiff zusammen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Männer des Schiffs so viel Zeit in Chile verbracht haben, nicht in einem Gefängnis, sondern wie Gäste. Und viele von ihnen haben hier sogar Familien gegründet. No como prisioneros, sino que como huéspedes. Y muchos de ellos formaron familias. Vizedirektor Mingram hat noch mehr maritime Schätze im Depot des Museums. Hier befindet sich ein Teil des Schiffsgeschirrs der Dresden, das 2006 mit der Glocke geborgen wurde. Gut 90 Jahre lag es auf dem Grund des Pazifik. Jetzt wartet es hier auf seine Restaurierung. Ein Glücksfall, denn viele Sachzeugen sind bereits von Raubtauchern vom Wrack entführt worden. Diese Fundstücke sind sehr interessant, weil sie einen Teil des Lebens des Schiffs erzählen. Und wir sind so froh, weil wir diese Objekte öffentlich zeigen können. Den Chilenen, aber auch dem internationalen Publikum. Wie allerdings dieser Frauenschuh auf das Kriegsschiff kam, bleibt bislang auch den Museologen von Valparaíso ein einziges Rätsel. Von Valparaíso nach Dresden ins Militärhistorische Museum. Das lange Warten ist vorbei. Die Glocke kommt in der Stadt an, die dem Schiff seinen Namen gab. Vor 100 Jahren wurde das Kriegsschiff in Dienst gestellt. Die Patenschaft für die Stadt übernahm der damalige Dresdner Oberbürgermeister, der auch schon beim Stapellauf dabei war. Die Restauratoren meinten es wohl zu gut mit der Glocke. Die chilenischen Muscheln als Zeugnis eines klassischen Wasserfundes, sie sind der deutschen Gründlichkeit zum Opfer gefallen. Die aufgetauchte Schiffsglocke der Dresden ist aber mehr als ein maritimes Relikt. Ja, es ist ein Symbol von so vielen Dingen. Ich würde sagen, zum Essen ist ein Symbol der Freundschaft zwischen Chile und Deutschland. Eine Beziehung, die über 200 Jahre lang ist. Und ja, die Glocke wird diese Rolle spielen. Wie kann man die Geschichte richtigstellen, was Krieg bedeutet, aber was vor allem Frieden bedeutet.